Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Black Ops 3, sind in der Zentrale der Kampagne, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Und wählen einfach die nächste Mission. Man kann hier viel entdecken, wir haben noch nicht alles gemacht. Ey, wie hast du die Tür damit zugemacht? Ich muss erstmal einen Knopf ins Ohr stecken. Ich habe jetzt verschiedene Waffendinger, die ich equippen kann. Ich nehme das. Die Kuda wieder? Psst. Bei mir passiert schon was. Bei mir labert er nicht. Er labert nicht, aber es passiert was. Was machst du da? Mach was. Danke. Wieso redet er bei mir nicht? Sie gehen aus dem Raum raus. Jetzt redet er wahrscheinlich. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Oh. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Okay. Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Koalessenzanlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und deren Verbündeten. Meist Waffen und Technikschmuggel. Kein Wunder, dass sie besorgt sind. Ja, cool. Wir waren ja schon mal in Singapur. Vielleicht sehen wir ja mal einen Ort. Die 54 wieder. Immortals. Es werden 53, 52, 51. Wir zählen mal runter. Die werden immer wieder jeden Tag einen neuen Namen haben. Hier. Ah, geil. Whisky? Whisky wollen wir einpacken? Singapur. Oh. Undercover. Quarantänezone. Singapur. Ich mach sie platt. Und du? Ach, ich helfe dir dabei. Cool. Ich wiederbelebe dich. Danke. Oh Mann. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Was ist das? Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Was ist das? Das ist riesengroß. Du könntest dir doch einen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Cool. Friss Scheiße. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Ich will die Waffe nicht. Ich habe eine eigene ausgewählt. Was? Ich nehme alles, was mir gegeben wird. Gib mir meine Knarre. Okay, dann auf ans Werk. Auf ans Werk. Ja, Jerome. Sei fleißig. In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehen froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, nimm. Was ist das? Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Was heißt ein Dildo? Kane, wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Henry. Ist das ein Granatwerfer? Wir müssen leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks transportieren. Meine Waffe ist weg. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen. Wo bist du? Ey, wie bist du so schnell hingekommen? Kann wieder nicht laufen. Sind auf dem Weg. Aktivität voraus. Bleib unten. Klonk. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm da an? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Wow, wow, Hendrix. Nicht die Mission. Hier können wir nichts tun. Hä? Bumm. Töten wir den Mistkerl doch! Kopflos durch die Nacht. Okay. Wir müssen in Deckung gehen. Der Mikrogranatwerfer. Das ist der rechte, der Kopf hier. Alles klar. Der Kampfwagen kommt. Da kannst du einen Granatwerfer einspacken. Oha. Nee, da wechsle ich die Waffe, mehr nicht. Ja, du kannst den zum Granatwerfer wechseln, ja genau. Aua.
Der Schwarmwerfer. Nein! Oh, ich habe besondere Geschwindigkeit. Ich habe eine meiner Fähigkeiten gerade hier. Geil. Oh, ich habe den Dicken entdeckt, leider. Oh. Hab ihn, den Fetten. Ach, da oben. Ey, ich habe den niedergeknüppelt. Wo sind die ganzen Typen? Ich sehe gar nicht. Ey, du siehst die Sichtbarkeit der Gegner echt übel, ne? Hier, guck's dir an, ey. Das, bist du das? Ach, das, du bist das. Oh, geil. Oh. Wir haben hier nichts mitgekriegt hier, ey. Was war? Ich habe den dicken Immortal platt gemacht. 52 Immortals. Was? Halten zum Einsetzen des Bolten. Aha. Hä? Darf ich erstmal da Moon haben, da so ein bisschen? Weiß gar nicht, wie viel ich haben kann. Nee, ich scheine voll zu sein. Okay. Ich habe noch keinen Bolzentreiber irgendwie benutzt hier. Und ich drücke jetzt und nun? Lange drücken. Wofür brauche ich einen Bolzentreiber? Ich habe noch nichts. Ah. Ich habe keine Ahnung. Okay. Und jetzt? Warnung, starker Sturm. Jetzt brauche ich den Bolzen. Ich weiß auch nicht, was sie wollen. Achso, wenn der Sturm kommt. Aha. Toll. Also immer wenn der Sturm kommt, wenn er sagt, der Sturm kommt. Bolzen benutzen, okay? Ja, mach ich. Okay, verstanden. Selbst ich. Selbst du. Ich werde getroffen von irgendwas? Ja, es fliegen ja Sachen hier rum. Ey, mach den Bolzen da rein, du Arsch. Wirt. Oh. Oh, guck mal, die aus. Ey, zieh den. Der Supersturm ist zu stark. Der Sturm wird nur noch stärker. Scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix, Position halten. Was denn nun? Bewegen oder nicht bewegen? Jungs. Da sehe ich doch schon gleich wieder ein paar Opfer, oder? Wo seid ihr? Ich bin noch nicht da. Cool. Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Gluck, gluck, gluck. Gluck, gluck, gluck. Jetzt sagst du das auch gar nicht mehr, ne? Nö. Du musst auf die Welle. Passt mal auf die Welle auf. Das ist die perfekte Welle. Wir sollen nicht singen, hast du immer gesagt. Ja, ich bleib ja auch dabei. Die Wellen kommen. Benutzt den Bolzentreiber. Ich hab noch welche. Verstanden, Hendrix. Wo ist er denn? Ach, sehr geil. Du musst sie einmal zielen. Halt, da oben will ich aber. Und. Autsch. Hui! Was ist das für eine fiese Waffe, ey? Er ist der Pervers, ey. Nur reinhalten. Fump. So, ich bin irgendwie schon langsam weggespült worden hier. Oh, guck mal hier, so ein Hüpfball. Da ist ein Typ. Was, wo? So. Ich sehe keinen Typen. Ach, du siehst wieder keinen Typen. Ja, wie geil ist das denn? Meine Fähigkeit zum Ranziehen und zwei Typen platt machen. Wie geil war das denn eben? Achso, was bist du ja. War das geil oder war das geil? Hab ich nicht gesehen. Wie mache ich damit die Fähigkeit nochmal? Ich habe eine Wand gelaufen. Ich habe irgendwie nichts gemacht, außer normal metzeln. Ach, schon fertig. War da drin irgendwas? Was ist das jetzt gewesen? Hm. Hier ist nichts. Diese Munitionskiste? Oh, ein bisschen Alkohol. Trink doch mal was hier. Monikuscht! Monikischt! Er hat die Flasche weggenommen. Hm. Hingehen, ich warte mal auf dich. Ups. Hier kannst du nirgendwo durch wieder. Das wäre auch. Da schießt er mal auf mich. Da schießt wer auf dich? Das darf der gar nicht. Das wo darf seid er ihr? Überhaupt nicht. Ja. Da drüben seid ihr. Jo. Was macht ihr denn da im Wasser? Wellen gucken. Keine Ahnung. Da sind irgendwelche Dudes. Die Sicht verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Oh, immer ist da einer im Weg, ey.
Granate. Oh, Reload. Das ist ein bisschen langsam hier. Könnte ruhig schneller sein. Ich bin etwas demoliert. Geh da rauf. Hallo. Danke. Was ist denn hier eine Kiste? Okay. Alles okay. Alles gut? Alles gut. Kane, wir haben die Fracht erreicht. Was jetzt? Du musst dich verbinden. Es wackelt so ein bisschen hier, ne? Wo muss ich hin? Was geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Oh, immer diese vielen Informationen auf einmal, ne? Na, bist schon einmal rum? Ich bin einmal rum, ja. Ach, hier in der Kiste war ich vorhin schon. Boing, ich heck mal. Heck, heck. Heck, heck. Hexenwerk. Hexenwerk. Schlimmer. Hallo? Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Ich wollte gerade. Nein. Na, hier, Tür. Hallo? Ja, warum blendet er das jetzt erst ein? Vorstoß. Stoß mal vor. Wieso muss ich gerade die Slow-Mo. Die typischen. Ah, nicht kauen, schießen. Kackse quetscht. Warum ist das kaputt? Das Schiff wird das doch bersten lassen wie Balsaholz. Spring auf das Boot. Los jetzt! Ey, Mann. Weiter vorne ist ein U-Bahn-Tunnel. Der führt euch direkt in die 54i-Kommunikationszentrale. Durch das Haus. Okay. Kann man machen. Muss ich jetzt schießen? Steigen wir aus. Ja, also aussteigen. Aussteigen. Einfach loslassen, gesagt. Alter. Okay. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, mein Grater ist ja voll. Wo bist du eigentlich? Da. Kuckuck. Ist er gerade da runtergegangen? Jo, er taucht. Okay. Wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Ersticke ich irgendwann? Stimmt. Warum kann ich da nicht durch? Danke. Der ist tot. Du bist gerade wie ich Leiche gesprungen. Alter, was für eine Strecke ist das? Wo bist du denn da hingelandet? Ach, Waffenkist. Ausrüstung wählen. Nee. Oh mein Gott, gebt dem Mann bloß keine Waffenkiste. Das dauert immer ewig bei ihm. Stimmt doch gar nicht. Wohl. Nein. Wohl. Das ist nicht so fair. Ich habe mich ganz gut eingeschossen mit dem MG, du auch? Haben wir dasselbe MG? Ja. Warum hast du auch, du hast ein anderes Visier oben drauf? Nee, du hast eins auch wahrscheinlich gekauft, ne? Nee, ich hab nichts gekauft. Ich auch nicht. Aua. Das Ding ist so fies, ey. Unglaublich. Unglaublich. Feinde oben und unten. Das wollte ich gar nicht abschalten. Anschalten hier. Ich will das ausmachen und. Nee, das hier machen wollte ich machen, genau. Wo ist eigentlich mein Nanoschwarm hin? Ich wundere mich gerade, warum habe ich nicht. Weiß nicht. Musst du auswählen. Ja, aber wie, ich bin in Kampfkunst. Wie komme ich denn in die anderen jetzt rein? Wie mache ich denn das? Geh nochmal rein. Aua. Gibt's nicht irgendwie mit. Nee, ich drücke jetzt alles, was geht. Ich kann's nicht. Ich kann nur das auswählen. Warum? Oh, Schilde. Schild tut's.
Das springt da nicht hoch. Komm, geh drauf. Was blinkt hier? Bim, bim, bim. Keine Ahnung warum. Das bin ich, das ist mein Schild, das so, verstehe. Oh, da muss einfach klarkommen mit. Hier, da hinten ist einer. Ja, gewesen. Genau, der hat gesagt, ja. Super. Kann man nochmal nachgucken, oder? Liegt da irgendwas Besonderes? Onkel? Bisher sehe ich nichts. Okay. Ich gucke ja gerade, aber. Ich gucke ja. Hier können wir auch nochmal reingehen können. Hier so ein bisschen Schnupftabak, nee, Kerze, nein, auch nicht. Oh, hier ist ein Secret, hahaha. Wo bist du? Wo bist du? Etage runter. Genau. Und da rein. Hinter dir. Ah, jetzt, ja. Eine Insel. Wahrscheinlich gibt's noch mehr. Kleiner Schrein hier aufgebaut, oder was? Jo, für mich. Ja, mein Gott. Ist ja nett, dass man hier eine drei Waffen hat. Genau. Was ist denn das hier? Oh, die Schilder halten die. Oder man macht sie einfach weg. Ich bin mit meiner Spezialfähigkeit einfach auf sie zugezogen worden. Wie machst du die? Welche denn? Immer noch die beiden Fähigkeiten mit meiner, also doch, mit dieser Fähigkeit, an. Der da. Überwältigende Kraft. Schleudern sie sich rasch nach vorne und erledigen sie Feinde. Bla bla bla. Damit, weil ich dann durch die Leute einfach. Aua, wer schießt denn da auf mich? Wer? Ach, das war ein Gegner noch. Und hier, der Doc Smirk steht direkt davor. Der Gegner haut auf mich. Hallo? Auch in deinem Menü, wie du vorhin auch. Oh, schieß. Oh, ich bin tot. Cool. Das geschieht dir jetzt ganz recht. So. Es ist unglaublich, oder? Unglaublich. Beleg dich da wieder. Ist alles gut. Es ist unglaublich. Aber was ich ein bisschen schade finde, dass man die Waffen nicht aufheben kann. Geh in den zweiten Stock. Nee, ne? Also geht nicht. Nee. Treppe hoch. Warte mal, bin immer noch dabei. Warum bin ich nur in Kampfkunst? Vorher hatte ich doch diesen Nanoschwarm. Jetzt kann ich nur zwischen den dreien hier wählen. Wie komme ich denn? Oder kann ich da irgendwie hoch? Nee, geht nicht. Das ist. Nee. Nee, geht nicht. Weil das so ein Pünktchen ist, ne? Ja, da hast du quasi so ein blaues Pünktchen. Ja, ja. Geh mal nach rechts, da ist ein blaues Pünktchen. Ja, aber das ist das gewesen, okay. Geht nicht. Aber ich will eigentlich nicht in Kampfkunst, ich will in, wie heißt dieses Chaos oder sowas, für Nanoschwarm. Ja, irgendwie so, hast du sowas irgendwie? Hast du das in dem Menü nochmal mit den Button? Nee, ich habe ja alle Buttons schon gedrückt, okay. Da passiert ja nichts. Guter Punkt. Keine Ahnung. Oh, ich habe keine Granaten mehr. Das erklärt sich noch nicht von selbst. Also das ist klar. Passiv? Sind die anderen passiv? Nanoschwarm? Nee, Nanoschwarm war ja nicht passiv, Quark. Habe ich aber gekauft, also müsste mir zur Verfügung stehen, um ehrlich zu sein. Oder du musst es wählen, was du mitnimmst davon. Oh, das kann natürlich sein. Das wäre ja sehr kacke, oder? Das halt. Oh. James, wir beenden unsere Patrouille. Nennen wir das Patrouille? Kriegsherr, in Deckung! Wie nennt er sich? Kriegsherr. Zurück! Dann hab ich doch gerade so einen Platt gemacht. Okay? Für mich heißt er Wichsherr, nicht Kriegsherr. Ich brauch kein Schild. Ja. Schade. Was zum Teufel? Wer schießt da? Selbstzerstörung. Who's that? Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würde dir Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54 IFU-Soldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Auch sie sieht scheiße aus. Mir nach. Nach dir. Kampf to sie. Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen.
Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Oh, hier sind Kisten. Was ist das hier? Mobile Waffenkiste. Ja, weil kannst du auch wieder zwischen deinen Sets wählen. Okay. Munition, ja. Wo habe ich, glaube ich, aber genau. Was ist denn hier? Felsseits? Was ist denn da? Ach, warte mal. Das ist das Kit, was du sowieso schon dabei hast. Das will ich aber gerne aufbauen hier, Manno. Okay, was gibt's noch? Nix. Nur Waffenkiste und Ja, okay. Also dieses Menü ist mir noch nicht ersichtlich geworden. Du hast ja hier eigene. Mhm. Und hier unten noch so ein Feldeinsatzkit. Mhm. Und da oben kannst du Cybercan wechseln. Mhm. Weiß ich was, vielleicht, was dich interessieren könnte? Ja, genau. Du kannst Du kannst nur A, B oder C wählen. Na, wie geil ist das denn? Na super. Das ist doch scheiße, ey. Das ist wirklich blöd. Ja, schade auch. Okay, du hast so viele Punkte in einer Sache, in verschiedene Sachen gesetzt. Doch. Ja. Ich sehe es schon, du hast es in verschiedene gesetzt. Ich nehme also nur Kampfkunstkerne. Ja, ich auch nur, weil da habe ich, das war eben cool mit den Schilddudes, ja, in die Dudes reinziehen, dann stand ich so seitlich von denen und dann konnte ich sie abballern. Hast du auch mit dem Griff, ist das doch, ne? Ja, genau. Okay. Oh. Das ist ja auch Cyberkern wechseln, okay, das ist ja... Kannst ja auch nur A, B oder C. Was soll ich machen damit, ne? Shit. Schade. Na gut. Falsche Waffe, scheiße. Die hier war es, genau. Und die ist auch schon auf Level 3, was das auch immer bedeuten mag. Also, man levelt die Waffe, was immer das bedeutet, genau. Genau. So. Und stopp. Okay. So. Er sagt Stopp. Ja, mal wieder eine schwarze Operation 3. Und erstmal wieder ein Kill-Count von Gut und Böse, ne? Also weit ich hab, über. Ich habe einen Kill-Count von Gut und Böse. Von Gut und Böse, ja. So ist das. Bis dann. Okay, ciao.